Ja, herzlich willkommen. Marianne, sagen wir Sie oder du? Wie Sie du wollen. Nein, Sie sind die Dame. Nee, wir sagen du, okay? Ich freue mich sehr, vielen Dank. Und natürlich liegt die Frage auf der Hand, wie ist es, wieder bei 3 nach 9 zu sein, wo das Studio neu ist, das Gebäude ist neu, es wird auch die Sendung ein paar Stunden vor 22 Uhr, heute 22.30 Uhr aufgezeichnet, nicht mehr live. Wenn man früher konnten wir kaum noch aus den Augen schauen, so gegen Mitternacht. Open End. Genau. Wie ist das für dich? Woran erinnerst du dich, wenn du hier plötzlich wieder sitzt? Uff, ja, es ist anders. Einfach so. Aber es ist so anders, dass man es gar nicht begreifen kann. Ich erinnere mich am Anfang, also das war in den 70er Jahren. Ja. 74, November 74 ging es los. Okay. War das ein viel größeres Studio und das Ganze war eine Kneipe. Viele Tische rum, in der Mitte saß der... Keine richtige, das war eine aufgebaute, nachgebaute Kneipe. Nachgebaute Kneipe, klar. Ja, natürlich. In der Mitte saß Mike Leckebusch, der Regisseur, dirigierte seine Kameras. Und und wir, die Moderatoren, der Wolfgang Menge, Karl-Heinz Wocker, Paczenski, wir gingen dann jeweils zu dem jeweiligen Tisch und haben mit den Leuten, wie besprochen, geredet. Und die Türen waren offen, an verschiedenen Tischen. Nicht so wie jetzt, alle an einem Tisch. Nein, überall verteilt. Man wusste auch gar nicht, wann kommt man dran und so. Das war alles, das machte der Mike Leckebusch. Und dann waren die Türen offen, es gab keine Security, es gab keine Polizei, gar nichts. Und es war auch nicht so selten, dass da mal so eine Gruppe von Leuten reinkam, also ja, laut und ein bisschen aggressiv und gesagt haben, wir wollen mitsprechen, wir wollen auch diskutieren. Mhm. Heute kann man sich vorstellen, was passiert, Polizei, Security. Nein, damals hat man gesagt, oh ja, warum nicht, da hinten ist noch ein Tisch frei, setzt euch doch mal hin, es kommt sofort jemand, der mit euch redet. Ist doch wunderbar. Fantastisch. Ja, und die Kameraleute haben ihre, einer jedenfalls hat mal seine Kopfhörer weggelegt, die Kamera zur Seite geschubst und gesagt, ich will auch mitreden. Das sage ich euch, so geht's nicht. Macht ihr das heute auch noch? Schon länger nicht mehr passiert, würde ich sagen. Aber es ging halt, es ging wild zu, es waren die Pionierzeiten von 3 nach 9. Und es ist ja auch schön, wenn jetzt alles etwas gesitterter ist. Naja, also ich meine, es gibt ja Dinge, die einfach legendär geblieben sind. Zum Beispiel, dass man zu später Stunde dann gar nicht mehr die Köpfe richtig erkannt hat, weil so viel geraucht wurde. Ja. Und es wurde auch, also das habe ich selber auch noch erlebt, es wurde auch von einigen Gästen durchaus ziemlich viel Alkohol. Ziemlich viel, ja. Und es gab auch Moderatoren, die nicht mehr ganz klar waren. Wirklich? Ja. Schau mich nicht so an. Nein. Du warst immer perfekt. Ich war Amateur. Und gab es bei euch sowas wie Quoten, sodass man geguckt hat, wie viele Leute haben zugeschaut? Sind uns am Ende Zuschauer weggefahren? Hat dieser Gast funktioniert? Nein. Aber es war natürlich politisch nicht sehr korrekt, das muss man sagen. Und es gab dann natürlich hinterher, es gab ja noch kein Internet, keine Social Media. Ja, Social Media und Hass-Sachen und so. Aber es kamen dann doch Briefe, wo drin stand, schmeiß die Koch doch über die Mauer und solche Sachen. Warst du das größte Feindbild unter den Moderatoren? Das glaube ich nicht. Mhm. Aber alle waren wir mal. Mal dran. Das ist heute ganz anders, Marianne. Ja, was sagen denn heute die Leute? Heute kriegen wir nur nette Zuschriften. Ja, das ist aber das liegt an euch. Ja, nein. Schön wäre es. Marianne, du bist und hast auch gesagt, man dürfe darüber ganz frei mit dir reden. Vor ziemlich genau einem Monat, 89 geworden. Ja. Und jeder, der an der Vorbereitung zu dieser Sendung beteiligt war, hat sich gefragt, wie machst du das, so fit zu sein? Und so auszuschauen? Ich weiß es nicht. Es ist jedenfalls nicht als ästhetische Chirurgie oder so irgendwas. Das lehne ich ab für ältere Leute, für junge absolut, aber ältere. Das hast du noch nie gemacht? Du hast nie irgendwas machen lassen? Auch nicht Botox machen? Nein, aber ich muss sagen, ich habe Glück. Ich habe sehr gute Gene. Meine Mutter ist 94 geworden, hat ein glattes Gesicht und war voll da, auch geistig und so. Also das hilft schon sehr. Und gibt es nicht, ich glaube, viele sind jetzt einfach wahnsinnig wissbegierig, gibt es nicht ein paar Tricks,
mit denen man nachhelfen kann. Also ich weiß nicht, Öl ziehen am Morgen oder lauwarmes Wasser mit ein bisschen Zitrone oder Ingwer oder Kniebeugen. Machst du das? Nein, aber ich kenne relativ viele Menschen, von denen ich auch viel halte, die das machen, obwohl es mir nicht so wahnsinnig einleuchtet. Also ich gehe jeden Tag so eine Dreiviertelstunde ungefähr, Stunde manchmal mit meinem kleinen Hund spazieren. Immerhin. Bewegung. Das ist ein gutes Programm. Ja. Bei jedem Wetter. Bei jedem Wetter. Hm. Und ich ernähre mich oder habe mich immer vernünftig ernährt. Vernünftig heißt viel Gemüse, Obst und so weiter. Da kommen wir nämlich gleich zu dem Buch, was du jetzt geschrieben hast, was eine Hymne ist auf das Immunsystem des Menschen. Und was ist für dich gesundes Essen? Muss man sich da sehr strikt dran halten oder kann man gern trotzdem gesund essen und fast alles probieren? Also man kann alles essen, aber wenn man im Großen und Ganzen auf das meiste an Industrienahrung verzichtet, ist es schon mal sehr gut, auch für das Immunsystem, weil das Immunsystem auch diese ganzen chemischen Geschichten, Geschmacksverstärker, Aromen, alles, was da chemisch und künstlich drin ist, ja wieder aus dem Körper rausschaffen. Frau Koch, Ranga Yogeshwar stellt gerade seine Zuckerlimonade runter und schämt sich jetzt ein bisschen für dieses Industriegetränk. Nein, aber jeder kann machen, was er will, aber ich meine, Sie sind doch unglaublich fit und alle. Also ja, macht also. Das sind die Gene. Aber und Industrienahrung meinen Sie Fertiggerichte, dann meinen Sie das, was man in Fastfood-Restaurants kriegt und so weiter? Also Fastfood und das, was halt Fertiggerichte sind. Inklusive man weiß, dass da die Ausgangsprodukte nicht gerade die allerbesten sind und dann werden die veredelt in diesen riesigen Labors von der Nahrungsmittelindustrie, werden eben veredelt in Anführungszeichen mit Zutaten, die einfach Chemie sind, die nicht natürlich sind. Mhm. Gut, das ist das eine. Aber, das, Entschuldigung. Ja, nein. Wollte nicht unterbrechen. Nein, nein, nein. Ja, aber sonst, man soll halt auch schauen, dass man kein Übergewicht hat. Mhm. Es stellt sich jetzt heraus, dass, oder seit einigen Jahren, dass Übergewicht doch schlecht ist, auch fürs Immunsystem. Mhm. Und also das ist die Stelle, die mich in dem Buch natürlich am meisten erstaunt hat. Es gibt eine relativ eigenwillige Therapie. Menschen, die zu Fettleibigkeit neigen, vielleicht wieder etwas schmaler zu machen. Das hat man sich abgeguckt von Mäuseexperimenten. Magst du das mal erklären? Das ist. Du machst das auf eine sehr charmante, vorsichtige Art und Weise. Das ist reine experimentelle Medizin vorerst noch, weil es sich herausgestellt hat, dass unser Mikrobiom, also diese Billionen von Bakterien und sonstigen auch Viren und alles und vor allem auch Immunzellen, die bei uns im Darm leben, die zusammengefasst fast ein Kilo ausmachen, das wissen wir alles nicht, dieses Mikrobiom hat einen ganz starken Einfluss nicht nur auf unsere Gesundheit, auf das Immunsystem an sich, sondern eben offensichtlich auch auf die Art und Weise, wie wir Nahrung ausnützen. Ja. Und da hat man eben das Experiment gemacht mit Mäusen, dass man von Fett, also auf Fett gezüchteten Mäusen, dass man die behandelt hat mit den Fäkalien von dünnen Mäusen. Mhm. Und das hat man irgendwie zugeführt, ich weiß es nicht, keine Ahnung wie. Und es hat sich herausgestellt, die konnten also ihr fettes Essen weiterfressen, aber nahmen ab. Und natürlich denkt man jetzt, das ist so viele Leute wollen abnehmen und schaffen es doch nicht ganz. Also wäre das nicht eine Möglichkeit. Dazu muss man aber sagen, dass dieser Fäkalientransfer bereits. Niemand kann das so schön sagen wie du. Nein. Nur wenn Sie das sagen, klingt es sauber. Ja, muss man wirklich sagen. Die ist bereits, Sie wissen das natürlich, die ist bereits ein Standardmedikament, wenn man so will, Standardmedizin, bei ganz bestimmten Darminfektionen, bei Clostridien. Und wenn das Antibiotika helfen da meistens nicht mehr sehr, weil wir resistent geworden sind gegen viele Antibiotika. Und da macht man einen Fäkalientransfer, eine
also gereinigt natürlich, gereinigten Fäkalientransfer. Und siehe da, das ist etwas, was hilft, wo dann diese chronische Entzündung weg ist. Und natürlich kommen dann die Forscher und die Wissenschaftler auf dumme Ideen und denken, ach, wenn das funktioniert, warum soll nicht auch was anderes funktionieren? Ich war auch komplett fasziniert davon. Ja. Was noch sehr interessant ist, also an dem Thema, ist, dass wir inzwischen in der Krebstherapie die Möglichkeit haben, Immunzellen, die bis jetzt irgendwie gefesselt waren oder gelähmt waren und die Krebszellen nicht angegriffen oder nicht genügend angegriffen haben, dass wir die manipulieren können, die Fesseln lösen sozusagen mit monoklonalen Antikörpern, also, ja, also mit einer bestimmten vom Labor hergestellten Fessellösung. Und dass dann auf einmal diese Immunzellen den Krebs angreifen können. Und das ist insofern hochinteressant, weil die Krebszellen sich eben tarnen und täuschen und das Immunsystem bis jetzt eben nicht richtig drauf reagiert hat. Aber es gibt noch ganz tolle Sachen. Immunsystem ist spitze, also, an medizinischem Interesse. Meine Damen und Herren, Sie merken, was da in dem Buch alles drinsteckt. Ja, ja. Wirklich interessant. Mich wir haben uns natürlich nicht nur auf das Buch vorbereitet, sondern ein bisschen auf die vielen Sachen, die du gemacht hast. Was mir aufgefallen ist, was mich unglaublich beeindruckt hat, ist diese Fähigkeit, immer wieder was Neues anzugehen. Also jemand, der mit großen Stars, mit Weltstars gedreht hat, 70 Filme, der dann 1970 einfach beschließt, ich höre auf. Kann man das, ohne dass man ständig das Gefühl hat, was habe ich da bloß aufgegeben? Das kann man sehr gut. Nämlich dann, wenn man die ganzen 20 Jahre, die ich Filme gemacht habe, wusste, eines Tages kehre ich zur Medizin zurück. Ich habe ja vorher schon studiert, 4 Semester gemacht und habe das Physikum Gott sei Dank gemacht. Und ich wusste die ganze Zeit, ich gehe zurück zur Medizin. Nur der Zeitpunkt war so schwierig, weil ich dauernd Angebote und gute Angebote bekam. Und es war auch lustig, in der Welt herumzureisen zu einer Zeit, wo man das noch nicht konnte. Und dann war bei mir sowieso auch privat alles durcheinander. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt gehe ich zum Dekan und frage, ob ich weiter studieren kann. Und der hat gesagt, na ja, Physikum ist eine staatliche Prüfung, wird Ihnen anerkannt, warum nicht? Schon saß ich in den klinischen Semestern. Und aber es gingen Dinge weiter. Du warst Moderatorin 8 Jahre hier. Du warst eine Werbeikone. Ja, das war einfach eine Frechheit, ein Mut von mir, also sowas zu machen. Das ist doch herrlich. Ja. Mit Mitte 50 hast du dann deine erste Praxis eröffnet. Ja. Nachdem du 10 Jahre, glaube ich, an einem Klinikum warst. Ja. Und dann hast du aber diese... War ich Internistin. Also, genau. Ja. Aber dann hast du diese Praxis nicht einfach weitergeführt, sondern dann hast du die... Ich glaube, als du 68 wurdest, einfach verkauft. Musste ich, weil ich mit damals, heute ist anders, damals durfte man mit 68 keine Kassenpatienten mehr behandeln. Aber du hättest ja mit Privaten weitermachen können. Hätte ich, aber das musste nicht sein. Ah. Also das war dann auch, ja. Aber da habe ich, Entschuldigung, da habe ich dann angefangen richtig mit Medizinjournalismus, ja. Und hast du... dann zurückgeschaut auf das, was du aufgegeben hast? Oder warst du ganz beseelt von der neuen Aufgabe, jedes Mal, wenn so ein Schritt kam? Also auf die Filmerei habe ich nicht mit einer Träne zurückgeschaut. Das war für mich auch eine Art von Erlösung. Es war einfach nicht mein Beruf. Als ich die Praxis aufgab, war das was, ja. Ja, ja, also die Filme, die Sie gedreht haben, sprechen zwar eine andere Sprache, aber Sie dürfen ja Ihre Meinung vertreten. Nein, aber als ich die Praxis aufgegeben habe, da hatte ich schon das Gefühl, ich falle jetzt in ein tiefes Loch. Und das habe ich dadurch vermieden, dass ich eben das, die Kenntnisse und die Erfahrungen, die ich in der Praxis mit meinen Patienten gehabt hatte, dass ich die eben jetzt in Bücher gegossen habe. Und über Bücher und eine Sendung, die du schon sehr lange machst, ja, im Bayerischen Rundfunk. Ja, Gesundheitsgespräch. Menschen anrufen können und sich, ja, Rat holen können, ja, und so weiter. Fantastisch. Ist doch wunderbar, dass man das so lange machen kann. Ja, wem sagst du es? Ja. Marianne, du bist hier mit einem Buch im Gepäck angereist. Und wir haben aber auch ein kleines Büchlein für dich. Ja. Und du kannst es selber auspacken. Ich kann es aber auch für dich machen. Was ist dir lieber? Pack's aus. Mhm.
Es ist etwas, was, wenn es mir jemand vorher gesagt hätte, hätte ich gedacht, das stimmt nicht, das kann nicht sein. Es ist ein Buch, das du, sag mal, sagt dir das was? Dann lese ich es vor. Marianne Koch, darauf kommt es an. 1955 erschienen. Oh Gott. Marianne Koch und Ditta Gärtler plaudern für junge Damen über Kosmetik, Mode und guten Benimm. Das ist aber ein böses Geschenk. Na, überhaupt nicht. Hör mal. Also, ich bitte dich. Also, du hast wahrscheinlich überhaupt keine Kopie mehr von diesem Buch. Es ist einfach herrlich. Also, was man da so liest. Oh Gott. Ich bin sicher. Ist doch bösartig, oder? Nein, gar nicht. Möchtest du mal warum hören, denn? Was drinsteht? Nein. Es ist ein Danaer-Geschenk, würde man sagen. Ja, ja, ja. Hör mal. Also ich find, da, 55, da war ich aber mitten im Filmemachen, ja? Ja. Ja, und dann ist wahrscheinlich irgendein netter Verlag an mich herangezogen. Könnten Sie nicht, wäre das nicht und so? Soll ich mal ein was vorlesen? Was ganz Merke, hinreißen. Aber damals konnte man Filme machen und gutes Benehmen noch in einem Satz einfach so sagen. Wenn Sie das Buch durchblättern, werden Sie feststellen, dass eine Filmschauspielerin zu ihrer besten Freundin wird. Marianne Koch berät sie in kosmetischen und modischen Fragen. Sie hilft ihnen, manches unüberwindbar scheinende Problem zu lösen und plaudert charmant mit ihnen. Ja, das sagt der Verlag, Herr Gott sei Dank. Nein, das ist eine Co-Autorin ist das. Und dann kommt dein Vorwort, das auch herrlich ist. Also, dieses Buch habe ich verschlungen. Es wäre ein riesig erfolgreicher YouTube-Kanal heute. Ja, mit den Inhalten. Wirklich, also, wer Influencerin ist, ja, damit. Um Gottes Willen. Marianne, große Freude und große Ehre, dass du hier bist. Ja? Das musst du deinen vielen Enkelkindern zeigen. Giovanni, ja? Danke. Es ist lieb von dir. Es war gut gemeint. Okay. Du willst sagen, das Gegenteil von Kunst. Macht aber nichts. Ja. Alles Liebe, danke. Ich danke dir.